Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute hier sein darf. Und danke dir auch, dass ich heute hier einen Platz bekommen habe, um mich zu äußern. Und einfach alles zu erzählen, was auf meinem Herzen liegt. Danke, danke, danke. Gerne, gerne, gerne. Es gibt nämlich heute viel zu erzählen. Aber das Erste, was für mich immer wichtig ist, als erstmal zu wissen, wer du bist. Ja. Ja, Mohammed Al-Sher ist Hamburger Jung. Bist du hier geboren? In Berlin. Ja, genau, in Berlin, genau. Entschuldigung. Aber bin hier aufgewachsen. Bist hier aufgewachsen, genau. In Berlin geboren, hier aufgewachsen. Aber ursprünglich kommst du aus? Libanon. Aus dem Libanon. Aus dem Libanon. Mit Familie hierher gezogen damals? Genau. Also die sind halt vorher natürlich gekommen. Und es gab halt persönliche Gründe, dass sie halt hierher gekommen sind. Und dann bin ich irgendwann mal in Berlin geboren. Am 14.03., ne? Mhm. März 97. Und bin heute 24 Jahre alt. So, es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum eigentlich Mo heute bei uns im Studio sitzt. Genau. Ich sag ja immer gerne, auch das gilt für meine Zuschauer und Zuschauer, weil ich immer diese Story gerne erzähle. Es geht ja primär nicht nur darum, dass wir hier Menschen haben, die Fame sein müssen, die Stars sein müssen, oder wo man dann über ihre Bücher, über ihre Musik sprechen kann, sondern ich möchte auch über Geschichten reden, ja? Mhm. Über Menschen, die viel erlebt haben. Wenn man zum Beispiel Mo Habibi googelt, ja, gibt man auf YouTube Mo Habibi ein oder auf Instagram, dann sieht man eher so ein Leben voller Bling-Bling. Mhm. Ja, 130.000 Follower auf YouTube? Genau. 130.000 Follower auf YouTube. Habe ich auch fast. Mir fehlen nur noch 120.000. Dann komme ich auch dahin. Oder auf Instagram halt ein sehr aktiver junger Mensch. Aber dann gibt es halt immer die andere Seite der Medaille. Und über die wollen wir uns nämlich heute ein bisschen unterhalten. Genau. Und diese Geschichte ist eine, die dich extrem mitgenommen hat. Erzähl uns mal ein bisschen was davon. Auf jeden Fall. Also ich bin auch hier. Ich habe dir geschrieben über Instagram. Weil ich einfach, oder weil meine Schwester auch gesagt hat, hier, guck mal, du musst mit dieser Situation einfach ins Öffentliche gehen. Ne? Ich habe mir das immer so nach hinten geschoben, so in den Schatten, weil ich irgendwie nicht die Kraft hatte, wirklich irgendwas zu machen. Weil ich habe selbst mit sehr vielen Sachen zu kämpfen und deswegen bin ich auch heute hier, um das zu erzählen. Ich habe dir geschrieben, dass ich halt so zwei Schicksalsschläge erlitten habe in meinem Leben oder in meiner beruflichen Laufbahn in der Vergangenheit. Und das hat mich sehr, sehr extrem beeinträchtigt im Leben. Das hat mir sehr viele Jahre genommen und ich bin halt einmal hier, um einfach zu sagen, was in meinem Herzen liegt, auf meinem Herzen liegt, um Deutschland eine Message halt zu überreichen. Ja? Und ich habe es alleine nicht schaffen können, deswegen bin ich auch hier, deswegen habe ich die Hilfe bei dir gesucht. Einfach, dass du mir mal die Möglichkeit gibst, nochmal mehr Menschen zu erreichen. Ja, es ist immer schwer, irgendwo anzufangen. Weil deshalb fangen wir folgendermaßen an, weil ich kann mir das vorstellen, wie man spürt, fühlt ja das Emotionale auch im Telefonat, oder ich habe das ja gemerkt. Vielleicht fangen wir jetzt damit an. Du bist ganz normal in Hamburg zur Schule gegangen. Genau. Dann standst du kurz davor, dein Abi zu machen. Also ich hatte meine mittlere Reife schon gemacht. Ah, genau. Genau, und mir fehlte halt eine Note, dass ich halt in die Oberstufe reinkommen kann, in die Hälfte quasi. Ne? Und wir haben uns halt entschlossen, die Schulleitung und ich, dass ich die Klasse wiederholen darf. Mhm. Alles war gut. Ich bin damit auch in den Urlaub geflogen. Es war 2013. Ja? Irgendwann bekam ich in den Sommerferien einen Brief, dass ich halt die Klasse nicht wiederholen darf. Das war für mich ein Schock erstmal, weil ich habe mit nichts mehr gerechnet. Ich konnte mich nicht mehr bemühen um andere Sachen. Ich konnte keine Ausbildung mehr finden oder suchen, weil das Jahr war ja schon zu Ende. Weil es wahrscheinlich schon Juli, August war. Genau, ne? Es war Juli, August. Und dann stand ich wieder mit leeren Händen da. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war ein bisschen schockiert. Und ich habe auch natürlich gegen die Schule auch versucht, mich durchzusetzen. Ich habe gesagt, warum jetzt auf einmal diese Fehlentscheidung oder diese andere Entscheidung ist sie gefallen, warum? Ja, und dann ist der Kampf leider verloren. Ich habe den Kampf leider nicht gewonnen. Ne? Das ist halt so passiert. Und ich hatte auch ganz normal Ziele, Pläne. Du musst dir vorstellen, ich war mit anderen Klassenkameraden. Wir haben uns ja immer Ziele gemacht. Wir hatten auch Träume, die wir auch gemeinsam machen wollten. So. Auf einmal bin ich derjenige, der nicht mitgegangen ist, weißt du? Und das hat sehr weh getan. Mhm. Auf einmal gehen alle weiter voran und ich bin immer noch in dem Punkt. Ja, und dann habe ich mich natürlich gekümmert, wie ich jetzt aus dieser Situation einfach rauskomme, wie ich es besser machen kann. Ich habe dann mich beworben überall und dann direkt danach anschließend kam dann dieser Schicksalsschlag, warum ich auch heute hier überhaupt das jetzt, also ich möchte heute erzählen, genau.
Und über diesen Schicksalsschlag, da würde ich gleich ansetzen. Genau. Weil das ist eigentlich, ich glaube, das ist der Punkt, der dein komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat. Auf jeden Fall. Ich konnte es nachempfinden, weil mir ging es ja letztes Jahr nicht anders. Viele meiner Zuschauer und Zuschauer wissen es, auch auf Social Media habe ich mich auch mitgeteilt. Ich weiß, was es bedeutet, wenn dein Leben von heute auf morgen Kopf steht, wenn dein Arzt dir eine Hiobsbotschaft gibt und sagt, wissen Sie, Sie haben Krebs. Dann kam der Schicksalsschlag. Genau. Mo ist noch weiter an unserer Seite. Dann kam der Schicksalsschlag, zuerst mit der Schule. Da denkst du so, komm, kriegen wir hin, biegen wir hin, machen wir, kämpfen wir. Aber dann ist genau das passiert, was dich eigentlich komplett runtergeholt hat. Auf jeden Fall. Es hat mich so, es hat einfach den Boden unter meinen Füßen einfach so genommen so, und ich fühlte mich einfach in einem Loch, das nie geendet hat. Mhm. Also ich fiel immer tiefer runter. Und egal, ich sag's einfach mal so, genau. Ich hatte einen Schicksalsschlag 2014, also direkt anschließend nach meinem Abschluss. Ich hatte eine schwere Lungenoperation, die nennt sich Spontanpneumothorax. Mhm. Das ist ein Lungenriss im Lungenflügel. Das hatte ich dann auf der rechten Seite. Ne? Rechten Flügel. Also genau, auf dem rechten Flügel. Du musst dir vorstellen, aus dem Nichts kam so ein Druck auf deinen Rücken. Ja? Ich war draußen mit der Freundin. Auf einmal konnte ich nicht mehr richtig atmen. Ich hatte so ganz dichte Atemzüge, kurze Atemzüge. Ich habe mich dann angefühlt, als ob ein Stein auf deinen Rücken dich runterdrückt. Hm. So Brustkorbenge habe ich das Gefühl gehabt. Und das hat sich immer verschlimmert, bis ich dann irgendwann mal bewusstlos wurde. Und ich bin dann sofort ins Krankenhaus eingeliefert worden. Natürlich, das war ein sehr, sehr schlimmer Zustand für mich, weil ich konnte das alles nicht realisieren, was ging gerade ab. Wieso habe ich diese Kurzatmigkeit auf einmal? Ich wusste das nicht, hatte ich nie zuvor gehabt. Also quasi, du warst ja im Park, auf der Straße. Genau. Genau. Während du gegangen bist, ist das einfach ist auf einmal. Ist einfach der Druck war da und auf einmal konntest du nicht mehr atmen. Genau, und ich habe auch so innerlich so gehört, wie diese Bläschen sich verteilen, diese Lungenbläschen. Die verteilen sich, die gehen oder die fließen aus dem Lungenflügel raus. Das war ja ein Riss, das war aber ein kleiner Riss halt. Ne? Das hat sich mit der Zeit halt verzögert und der Lungenflügel ist halt immer mehr kollabiert, beziehungsweise halt eingefaltet worden. Und ich bin dann, der Lungenflügel fällt quasi in sich hinein. Genau, wie ein Luftballon quasi, musst du dir vorstellen. Geht die Luft raus und genau, dann wenn du ein Loch irgendwie, das. Genau, wenn du ein Loch ganz unten machst, der geht dir langsam zu. Und das war mit der Zeit so, hat sich das immer vermehrt und dann irgendwann lande ich im Krankenhaus. Ne? Und das ging auch ganz schnell alles so. Ich hatte eine Same-Day-Operation, das heißt, das musste alles ganz schnell gehen. Ich hatte keine Zeit oder die hatten keine Zeit, mich zu betäuben. Keine Zeit, mich mir eine Narkose zu geben. Ich musste alles auf lebendigen Leib halt spüren. Ne? Wie jetzt? Warte mal. Also, die OP wurde ohne? Also es ist kein OP, nur ein Vor-OP-mäßig. Ja. Die mussten ja eine Drainage erstmal einführen, damit sie halt dieses... Damit es nicht komplett kollabiert. Genau, damit die Lungen den Lungenflügel wieder auffalten, aufblasen unter Luftdruck. Mhm. Ne? Und das ganze Überschüssige rausnehmen, raussaugen. Das war ein Zustand oder ein Prozedere für mich, der mich komplett zerstört hat. Das war ein Schmerz, so, den ich niemals in meinem Leben zuvor hatte. Du musst dir vorstellen auch, allein schon wenn eine fremde Hand dich hier berührt, zwischen den Rippen, hast du ja so einen Reflex. Richtig. Und das tut richtig weh oder ist halt so unangenehm. Und dann haben die mit Skalpell aufgeschlitzt, zwischen den Rippen, ja, und haben dann mit dem Finger ein Loch gebuddelt. So richtig alles gespürt, so alles. Es gibt auch Internetvideos auf YouTube, wo man das nachgucken kann. Ist natürlich jetzt für das Auge ein bisschen hart, ne? Also nicht für schwache Nerven, ehrlich gesagt. Sehr schlimme Schmerzen. Und dann haben die halt mit dem Skalpell aufgemacht, Finger reingemacht, dass halt ein großes Loch halt gebildet wird. Und dann Drainage kam. Das war schon sowieso, der Schmerz war schon schlimm genug für mich, so, dass allein schon dieses aufgemacht wird, ne, das Ganze. Und dann kam die Drainage, so ein Schlauch. Der wurde in mir eingeführt, so, hier rein. Und ich habe alles gespürt. Und irgendwann mal verlor ich das Bewusstsein, weil mein Körper dann in einem Schockzustand gewechselt hat, damit er mich selber schützt vor Schmerz, einfach diese ganzen Schmerzen sozusagen. Ja, und das war halt auch so eine schlimme Sache für mich. Und dann kam irgendwann mal der Luftdruck, wo die meine Lunge wieder unter Druck gesetzt haben, dass sie wieder aufgeblasen wird. Mhm. Ich dachte, mein Brustkorb platzt gleich, sozusagen.
Also hart war es dann. Ja, ja, das ist richtig schlimm. Das ist einfach unbeschreiblich, wirklich. Das soll man, ich wünsche es niemand, nicht mal meinem Feind, wirklich keinem Menschen wünsche ich das, weil es ist wirklich schlimm, sozusagen. Das war nur die Voroperation und am nächsten Tag wurde ich operiert. Egal wie schön das Leben ist, egal wie herausfordernd das Leben ist, es gibt dann halt immer diese Momente, ich glaube, die uns doch zeigen, wie wertvoll das Leben ist, oder? Auf jeden Fall. Und auf einmal, ich glaube, du wirst das definitiv bestätigen, auf einmal ist YouTube voll für den Arsch. 100. Instagram ist voll unwichtig. 100 Pro. Facebook braucht eh kein Mensch und ein Auto braucht auch keiner. Richtig? Da, das gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und also auf einmal 100%. Ist es nur das Leben. 100 Prozent. In dieser Situation, wenn ich sagen, also wenn ich reden darf. Das ist ja schön. Ich lag im Krankenhaus, ne, und habe gesagt zu meinen Eltern, bitte nimmt mir alles weg, so ich brauche gar nichts mehr, gib mir nur diese Gesundheit wieder zurück. Ich hab keine Kraft mehr, diese Schmerzen auszuhalten. Wirklich, ich wollte nichts mehr. Ich wollte gar nichts mehr, einfach nichts. Nur ganz wieder das Leben, was ich vor einem Monat hatte. Mhm. Und das kam einfach nicht so, weißt du? Und ich habe das Leben noch nie zuvor, also noch nie so geschätzt wie in dieser Situation. Und das sage ich wirklich aus hundertprozentigem Wissen und Bestätigung auch. Ich habe das Leben nie so geschätzt wie vorher. Schade. Also wie jetzt sozusagen. Schade, dass der Mensch erst so doof ist und erst dann checkt, wenn es meistens, wenn er was Hartes erlebt. Leider. Ja, aber ging mir ja nicht anders. Also. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ist leider so. Jetzt erzählen wir es, versuchen Menschen abzuholen, aufzuklären. Ja. Und da draußen sitzen garantiert immer noch Leute, ja, komm. Ja, ist so. Aber jetzt, ich würde gerne da wieder bei deiner Geschichte ansetzen wollen, genau. Auch wenn sie sehr hart ist. Ich finde es, davon abgesehen, mutig, dass du darüber redest. Erstmal ein ganz großes Dankeschön, dass ich überhaupt hier das äußern darf und du mir die Plattform gibst, dass ich darüber reden darf. Dass du zuhörst, das ist mir sehr, sehr wichtig. Wirklich. Ich höre dir gerne zu. Ich habe schon zweimal Gänsehaut gehabt. Einmal am Telefon hast du mir die ganze Story geschildert und jetzt noch einmal. Also es gab die Vor-OP. Genau. Und am nächsten Tag, also Vor-OP hieß, ich will die Bilder jetzt nicht wiederholen, sagen wir es mal in Kurzfassung, die Lunge wurde wieder aufgepumpt. Genau. Und dann am nächsten Tag war kam die richtige, OP. Die Hauptoperation. So, und da war wahrscheinlich, genau. Wie lief das? Also was da, ist da passiert? Da hat man mich natürlich unter Narkose gestellt, ne? Muss ja sein. Die Operation lief oder ging ungefähr 3,5 Stunden. So. Und da hat man halt ein Stück von der Lunge im unteren Bereich entfernt, geschnitten, also abgeschnitten und entfernt. So. Das ist die Stelle, die quasi gerissen war? Genau. Hätte man nicht diesen Riss nähen können? Das war, irgendwas war da, das Gewebe ist abgestorben, haben die mir damals gesagt. Das musste entfernt werden. Das heißt, du hast jetzt quasi einen verkürzten Lungenflügel? Genau, hundertprozentig. Okay. So, das heißt, du hast dann auch nicht eine normale hundertprozentige Sauerstoffkapazität wie ein normaler Mensch? Genau. Okay. Das ist so bei mir, also man kann sich das bildlich vorstellen wie ein Rad, ne, wenn er einen Platten bekommt, muss man ihn ja zusammenflicken. Richtig. Sozusagen. Und bei mir war das auch der Fall. Man hat ihn dann zusammengefaltet oder halt wieder unter Luftdruck wieder aufgeblasen. Aber da fehlt was. Mhm. Und das habe ich auch bis heute noch habe ich das gespürt. Das hat sehr viel in meinem Leben verändert. Ich hatte Kurzatmigkeit eine sehr lange Zeit. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Von heute auf morgen war alles weg. Ich war eigentlich nicht ein sportaktiver Mensch, aber ich hatte viel mehr Ausdauer als vorher, sozusagen, oder als jetzt. Ne? Und das hat mir einfach sehr viel zerstört in meinem Leben. Ja, und dann lag ich halt eine Woche oder 8 bis 10 Tage im Krankenhaus. Ne? Ich musste halt quasi so schlafen die ganze Zeit. Also ich konnte mich nicht rechts, links, rechts bewegen. Ich musste 8 Tage lang so schlafen. Ist eklig. Was ist da? Warum? Weil ich hätte zwei Schläuche hier. Logisch. Und ich darf mich halt nicht, du musst dir auch vorstellen, die Schläuche sind angenäht an meinem Brustkorb. Logisch, weil sie sonst, ja genau. Klar. Und bei jeder Bewegung zickt das. Also das ist wie, ich kann es nicht beschreiben, so ekliges Gefühl, schmerzhaftes Gefühl. Und dann muss ich, wenn ich aufstehen möchte, zur Toilette gehen möchte, muss ich diese Maschine mitnehmen. Das ist ja diese Drainage, genau. Ich weiß nicht die genaue Bezeichnung davon. Der führt dir, glaube ich, auch Sauerstoff zu, oder? Der hilft dir quasi, dass die Lunge also arbeitet, Sauerstoff oder? Konnte ich normal wieder atmen. Ich musste aber ab und zu mal, wenn ich diese Kurzatmigkeit bekommen habe, immer zu dieser Maske zugreifen. Okay, da ist wahrscheinlich purer Sauerstoff. Genau, da habe ich wieder Sauerstoff bekommen und ich habe immer wieder Schwindelattacken gehabt, weil es einfach zu viel war für mich.
Genau, und dann habe ich das mal mit mir geführt. Das war halt so ein Prozedere, das ging eine lange Zeit natürlich. Und irgendwann mal kam der Tag der Entlassung, ne? Der Schlauch muss gezogen werden. Das war auch für mich wieder eine Hölle, sozusagen. Ich möchte nicht ins Detail reingehen, aber viele, wenn sich das jetzt, also das ansehen, das Video hier, können sie bei YouTube nochmal nachschauen. Einfach spontan eine Motorik schreiben, Drainage, dann sehen die noch, natürlich die ganzen Videos, wie schlimm es war. Genau, und dann kam das, dann war ich wieder traumatisiert erstmal. Ganz lange Zeit hatte ich ein Trauma vor Schläuchen, vor, ich hatte immer diese Bilder im Kopf, ne? Und das hat mich sehr verfolgt. Ich musste dann Anti-Angst-Therapien gehen, dann bin ich zu Reas gegangen, lange Zeit. Also meine ganze Regeneration hat ungefähr 2 Jahre in Anspruch genommen, so krass, bei der ersten Operation. Eine Sache wollte ich unbedingt wissen zu dem Thema, mit dem Riss im Lungenflügel. Ist sowas erblich oder wie bekommt man das? Also die haben mir damals gesagt, also bei der ersten Operation, dass ich zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr oder 17, 18, ich weiß genau nicht mehr genau was oder welches Alter, aber auf jeden Fall hatte ich da einen schnellen Wachstum. Und das hat, also ich war untergewichtig ein bisschen, ne? Ich hatte, ich war, wie gesagt, untergewichtig und das hat dazu gebracht, dass ich so einen Riss bekomme. So. Und die haben mir auch gesagt, es könnte sein, dass mal das von der Familie kommen könnte, von ganz weit entfernt, aber von mir hatte das keiner. Ich habe nachgefragt, bei mir hatte das niemand gehabt, wirklich gar keiner. Und das war für mich so, also bei mir so ein Einzelfall quasi in der Familie. Und eigentlich passiert das sehr, sehr unwahrscheinlich bei jungen Menschen. Erst ab 40, 50 passiert sowas. Und ich hatte halt extrem Pech. Ja, du bist gerade mal 23. Und als es passiert ist? Zu dem Zeitpunkt war ich bei der ersten OP 17 war ich. Ist gerade 17 geworden. Und das ist ja ein, nein. Und dann, eigentlich ja, soll es ja nicht sein. Auf jeden Fall nicht. Ich hätte auch, ich muss auch ergänzen, erwähnen, dass ich auch sehr Glück hatte. Ne? Also wenn ich ein bisschen später gekommen wäre, ich wäre nicht mehr am Leben. Das haben die mir auch ausdrücklich auch erwähnt und gesagt. Weil dann hätte ich nicht mehr diese genug Sauerstoff bekommen und wäre irgendwann mal erstickt. Von Lungen aus, von der Lungen, von Lungenflügel aus. Eine persönliche Frage, wie ist denn deine Familie eigentlich ergangen in der Zeit? Also die hat es auf, es hat sie auf jeden Fall sehr, sehr mitgenommen. Die haben mich überall unterstützt. Also in der Zeit waren die wirklich wie ein, wie eine Wand hinter mir einfach, sozusagen. Die haben mich nicht losgelassen. Meine Mutter hat das sehr, sehr auch psychisch und emotional mitgenommen. Zu sehen, dass einfach ihr Sohn auf einmal sowas erleben muss, ne? Gleich fast abkratzt, ne? Ist auch ein Schock für jede Mutter natürlich. Ich spreche auch im Namen von jedem Jungen, von jedem Menschen, von jeder Mutter, Vater. Das ist kein schönes Gefühl auf jeden Fall. Natürlich auch war es für mich schwer, die so zu sehen, ne? Dass sie sich um mich so sorgen, dass sie so krass Mitleid mit mir haben. Und ich war so ein Mensch, der nie eigentlich Mitleid haben wollte, aber ich konnte nichts dafür. Die Anerkennung war einfach zu groß und die Fürsorglichkeit war auch da, sozusagen. Aber denen ging es einfach nicht gut. Also, Familie. Die werden immer daran erinnert, genau. Egal bei welcher Sache. Wenn die mal erinnert, zum Beispiel, oh, mein Bruder wurde damals operiert, das war eine Zeit. Das hat auch bei denen so etwas hinterlassen im Leben. Ja, und ich glaube, diese Spur, die wird, glaube ich, sehr, sehr lange bleiben. Genau. Ich spreche aus eigener Erfahrung, es gibt Dinge, die vergisst du nicht. Ich glaube, dass der Mensch so oder so nichts vergisst, sondern eher, dass bestimmte Themen im Unterbewusstsein landen oder gerne mal ausgeblendet werden. Aber vergessen tut man es nicht. Ja. Und dann kommt halt die Phase, wo es immer und immer wieder hochkommt, wo man auch mit dieser Situation konfrontiert wird. Auch, du unterbrechst mich, ja, bitte, natürlich. Mein Appell auch an jugendliche Menschen, auch einfach, dass sie sich kümmern müssen, einfach um ihre Gesundheit. Sie sollen echt oft zur Nachsorge gehen oder Kontrolle gehen. Weil ich habe mich nie kontrolliert, ehrlich gesagt. Ich habe mich gut gefühlt immer. So, meine Gesundheit war eigentlich immer so gut. Ich habe nie gedacht, dass mir mal sowas passieren könnte. Deswegen, ja, der Witz ist ja, aber du warst ja auch 17. Ja, da denkt auch keiner dran. Da hätte ich ja noch nicht mal dran gedacht. Deswegen würde ich allen empfehlen, immer wieder kontinuierlich sich kontrollieren. Vorsorge ist sehr, sehr wichtig. Deshalb mein Vorschlag an alle Herrschaften da draußen. Ihr wisst, ich habe hab meine Geschichte auch offen und ehrlich erzählt.
vor allem an die Herrschaften hier, geht zur Darmspiegelung. Darmkrebs ist, ist das größte, ist das eher, ja, schon die größte Diagnose bei Männern, die größte Krebsdiagnose. 44% der Männer in Deutschland sind gefährdet mit Darmkrebs. 44, das ist fast jeder Zweite, also ein, zwei. Heftig. Hier ist zwei. Ja, ist so. Also geht bitte zur Vorsorge, schon wie es Mo auch gesagt hat, ist so wichtig. Es kann auch mal zu spät sein. Um Lebensgeschichten, die einen extrem verändern können, die einem das Gefühl geben, dass das Leben viel mehr wert ist als irgendwelche materialistischen Dinge. Und vor allem bringt es uns von der einen Perspektive in eine andere, wo man das Leben komplett anfängt anders zu betrachten. Und in so einer Phase war unser heutiger Gast. Mo ist weiterhin an unserer Seite. Not-OP, ausführliche OP am nächsten Tag, 2 Jahre Therapie. Familie steht hinter dir, Familie steht neben dir, hat dich die ganze Zeit unterstützt. Aber das Traurige oder das, naja, nicht das Traurige, ich mag solche Worte ja nicht. Weil ich finde, Mitleid ist kein gutes Wort. Ich mag das grundsätzlich nicht. Ja, weil ich finde, man ist immer noch der Gleiche, man ist immer noch derselbe. Man ist vielleicht ein bisschen angeschlagen, aber ich sage immer auch gerne dazu, wir sind noch nicht tot. Wir leben ja noch, ne? Schön, so. Worte. Und immer, ich habe zum Beispiel gehasst, während meiner Chemotherapie, wenn die Leute, ich weiß, sie meint es ja nicht böse, aber wenn sie dich anrufen, diesen traurigen Unterton haben, kennst du das so? Ja, ich bin so traurig. Alter, Digga, ich bin nicht tot, ey, ich lebe doch noch. Entspann dich, weißt du, was ich meine? So, diese Situation zu begreifen und dann gegenüber das auch zu vermitteln, dass es dir gut geht. Ja, das ist das Wichtigste. Aber dann hast du ja noch einen weiteren Schicksalsschlag erlebt. Auf jeden Fall. Diese Operation hat ja auch mein ganzes Leben verändert, sozusagen. Ja. Deswegen bin ich ja auch hier eigentlich. Mhm. Nicht nur wegen der Operation, weil es mir auch passiert ist, sondern danach hatte ich einfach keine Möglichkeiten mehr, mich irgendwie mich weiterzubilden oder irgendwas anzufangen. So. Weil alle haben versucht, mir diese Steine auf den Weg zu legen. Mhm. Die haben mich wo ich mich beworben habe, ich habe mich überall beworben dann. Ich wollte dann was aus meinem Leben wieder machen. Ich wollte wieder ins neue Leben oder zurück in das Leben zurückkehren. Mhm. Also zurück in das Leben kehren. Ich habe auch gekämpft und habe auch alles versucht. Aber immer wieder, wenn ich mich beworben habe an Schulen, an Ausbildungen, und bei Unternehmen, ich wurde immer wieder auf meine Krankheit reduziert, sozusagen. Aber warum? Ja. Ich meine, guck mal, ich sage immer noch, Digga, wir leben doch. Ja. Wir sind nicht tot. Auf jeden Fall. Und ich dachte mir so, okay, ich bewerbe mich mal jetzt hier, weil ich wusste nicht, was ich machen soll erstmal. Mhm. Ich wusste es nicht. Das war ja auch was für mich, also für mich war das ja was Neues sozusagen. Dann habe ich angefangen, mich zu bewerben bei ganz vielen Unternehmen, bei Schulen. Ich bekam immer eine Absage. Du bist nicht arbeitsfähig. Du wirst das nicht schaffen. Wir können mit dir nicht zusammenarbeiten, weil wir denken, du bist noch nicht arbeitsfähig. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon arbeitsfähig war. Ich war schon eigentlich gesund sozusagen und ich wollte. Ich wollte, aber denen hat das nicht interessiert. Zurück zum Thema auch. Mhm. Ich habe mich auch nach der Absage von dieser ehemaligen Schule, die ich nicht nennen möchte, ne? Ist einfach so, will ich dich jetzt nicht nennen. Musst du auch nicht. Genau. Ich bekam ja eine Absage irgendwann mit der Zeit, so dass ich die Klasse nicht wiederholen darf, obwohl mir das versprochen wurde. Das werde ich denen auch niemals verzeihen, ehrlich gesagt. Niemals. So. Das ist auch so eine Wunde in mir, weil dadurch hat mich das auch, also durch diese Sache hat mich das Leben auch nochmal richtig zerstört. So. Mhm. Aber egal. Ich habe mich dann anschließend natürlich an allen Schulen in Hamburg beworben. Ich bekam überall eine Absage. Ich weiß nicht warum. Obwohl ich eigentlich das Recht hatte, wie ein ganz normaler anderer Schüler, dass ich die Klasse zu wiederholen und sowas. Ja, hat nicht geklappt. Und dann wollte ich einen anderen Weg einschlagen, berufliche Laufbahn. Ich wollte dann gucken, ob das mit einer Ausbildung dann klappen könnte. Hat nicht geklappt. Ich habe mich so oft beworben. Ich bekam immer eine Absage aufgrund einfach meiner Lücke im Lebenslauf, weil die dachten, okay, du hast in dem Zeitraum nichts gemacht, gesundheitlich warst du angeschlagen, okay. Aber die haben mir keine Chance gegeben. Ich habe versucht, mit denen zu kommunizieren.
Ist doch klar, dass du da eine Lücke von 2 Jahren hast. Ja, und ich habe dann alles versucht, alles in die Wege geleitet, aber ich bekam immer wieder Absagen und das hat mich sehr, sehr depressiv gemacht. Sowieso war ich ja schon ein bisschen kaputt, auch psychisch wegen der Operationsgeschichte da. Und dann kommt noch sowas, dass mir der eigene Staat, wo ich lebe, wo ich aufgewachsen bin, wo ich geboren bin, wo eigentlich Engagement und Hilfe ganz groß geschrieben wird, ne, mir das einfach nicht gewährt wurde und mich nicht unterstützt wurde. Mhm. Sozusagen. Das hat mich natürlich wieder runtergezogen. Ich habe wieder versucht, die Leiter hochzugehen, aber immer wieder wurde ich dann wieder runtergekickt, sozusagen, für mich. Ja, und das waren halt schwere Zeiten für mich. Deswegen bin ich auch hier einfach, um zu sagen oder um zu fragen, wieso habt ihr mir diese Möglichkeit nicht gegeben? Wieso gibt ihr mir diese Chance nicht, dass ich mich weiterbilden möchte? Ich will doch. Ich bin doch ehrgeizig und ich bin zielstrebig, ich habe Ziele. Ich habe wieder Ziele. Das waren für die irrelevant, ne, sozusagen. Bis heute habe ich diese Schwierigkeiten gehabt. Es ist eine schwere Zeit, weil ich einfach, oder hier 2019 habe ich mich dann auch, wie schon im Telefon erwähnt, bei einer Schule, also Abendschule halt beworben. Wolltest du dein Fachabitur nachmachen? Ne? Genau. Finde ich cool. Natürlich, also das war 2 Jahre danach, nach dieser nächsten Operation. Mhm. 2017, du hast ja noch eine zweite Operation, genau. Ne? Muss man nochmal hinzufügen. Das halte ich ganz kurz, ne, weil es sonst zu lang wird. 2017 wurde ich dann nochmal operiert, das gleiche nochmal, der gleiche Höhlenritt. Aber auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Exakt, also 1:1. So. Also Widerriss. Widerriss, Notoperation, also Regeneration, Reha, Angst, Ängste. Aber dann war ich schon ein bisschen mehr vorbereitet. Ja, okay. Aber trotzdem, ja, der Schmerz ist immer noch da gewesen. Der ist nicht weggegangen. Und ich wusste, als wir gesagt haben, ey, du hast das beim CT, du musst jetzt operiert werden, sofort. Ich dachte mir, scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe meinen Bruder angeschaut, ich habe angefangen zu weinen. Déjà-vu, hä? Ja, ich habe angefangen zu weinen. Ich meinte noch zu ihm vorher, wenn die mir sagen, dass ich operiere, dass das gleiche nochmal passiert, ich möchte das nicht. Ich lieber sterbe ich, ehrlich gesagt, weil ich habe diesen Schmerz nicht ertragen können. Mhm. Egal, dann ist es passiert. Und dann habe ich wieder Zeit verloren. Ich habe mich wieder versucht zu regenerieren. Ich habe alles gegeben. 2019 habe ich mich dann beworben. Ich habe dann denen meine Story erzählt. Ja? Diesmal der Schule, wo du dich beworben hast für das Fachabitur, muss man sagen. Die hat mich warm aufgenommen. Mit sehr, sehr herzlichen Worten, also mit sehr netten Worten. Ganz großes Dank nochmal an die Person, ja, dessen Namen ich nicht erwähnen möchte, aus Datenschutzgründen. Aber ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Ja, ich habe denen meine Schicksalsschläge erzählt. Die meinten, du bekommst bei uns einen Platz, genau so ein Mensch wie du bekommt bei uns einen Platz, sozusagen. Und wir unterstützen solche Menschen, die sowas erlebt haben. Alles war gut. Ich habe Vertrag abgeschlossen. 1. August würde ich dann anfangen. Ich habe dann 4 Abende mitgemacht, zwar eine Abendschule. Was kommt? Die Schulbehörde schickt mir einen Brief nach Hause. Du darfst nicht weitermachen. Du darfst einfach nicht weitermachen. Gerne nochmal der Hinweis für alle Zuschauer und Zuschauer da draußen, die Mo Habibi als einen sehr interessanten Zeitgenossen aufnehmen. Folgt ihm gerne mal auf Instagram, Mo_Habibi, oder auch auf YouTube findet ihr nämlich seinen Channel Mo Habibi, alles zusammengeschrieben. Und dann könnt ihr mal schauen, was er Cooles bisher gemacht hat. Und er hat mir auch versprochen, dass er jetzt wieder damit durchstartet. Genau. Weil das wünsche ich mir nämlich, dass Menschen, egal wie stark, egal wie leidvoll das Leben sein kann, egal wie hart der Rückschlag sein kann, weitermachen. Guck mal, kurzer Hinweis, es gab Phasen, da wusste keiner da draußen, dass ich gesundheitlich angeschlagen war. Guck mal, ich habe gleich nach meiner Operation habe ich meine Sendung gemacht. 2 Wochen später war ich on air. Und während der Chemotherapie habe ich jede Woche meine Sendung gemacht. Heftig. Also, ich will nur sagen, man muss auch an Dingen festhalten, die einen selbst motivieren. Auf jeden Fall. Ja, und das, was ich hier mit dir zelebriere, das, was ich mit vielen, vielen Hunderten von Talkgästen hier gemacht habe, ist meine Motivation, um überhaupt das Leben, ja, für mich positiv zu gestalten. Deshalb auch mein Anspruch und meine Forderung an Mo. Ich habe es ihm auch schon am Telefon gesagt. Aufgeben gibt es nicht, ist keine Option. YouTube-Channel wird wieder reanimiert. Ich möchte dir noch in diesem Punkt noch was dazu sagen. Du sollst bitte. Nach dem Gespräch, also nach dem Telefonat, habe ich wirklich eine krasse Motivation von dir bekommen. Und dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön erstmal, weil das hat mir eine sehr gute Motivation gegeben, einfach nochmal durchzustarten jetzt. Freut mich zu hören. Wirklich, das hat mir sehr geholfen.
Sehr gerne. Eine blöde Nachricht ist aber dann das mit der Schule gewesen. Das würde ich gerne noch finalisieren. Genau. Also das muss man jetzt nochmal erklären. Ja. Du wirst in der Schule angenommen. Die Schulleitung sagt, alles cool, kannst bei uns anfangen. Ja. Die wollte mich sogar sehr. 4 Abende und dann kriegst du einen Brief von der Schulbehörde. Auf jeden Fall. Und die sagt Tschüssikowski. Und du sagst, wollt ihr mich verarschen? Ich bin wieder, es war so ein... Aber wie geht denn das? Oh Mann, es war so eine schlimme Zeit. Ich habe mich gefreut, ich habe mich wieder darauf verlassen, dass ich mal wieder was wo ich... Also ich bin irgendwo angekommen. Mhm. Das Gefühl zu haben, angekommen zu sein. Genau. Und alle waren nett. Ich habe mich mit der Schulleitung richtig gut verstanden. Die hat mich auch richtig sehr gut aufgenommen. Und da meinte sie einfach mal zu mir, du, wir können das hier nicht mehr mit dir weitermachen. Ist es wegen dem Brief, den ich bekommen habe? Sagte ja. Die Schulbehörde hat sich da eingemischt und sagte, da stand wirklich drin, dass damals, vor ungefähr 7 Jahren, eine Note gefehlt hat, dass ich halt nicht versetzt wurde in die Oberstufe und dass ich jetzt nicht das machen kann. Ja, aber du durftest ja nicht wiederholen. Ja, und die Schulbehörde hat sich einfach gegen mich gestellt und ich habe alles versucht. Ja, die hat mir einfach Stein auf den Weg gelegt. So. Aber hätte da die Schulleitung dieser Schule sich nicht irgendwie drüber wegsetzen können? Ich weiß es nicht. Sie hat auch alles getan. Sie hat sich auch mit denen irgendwie verständigt oder kommuniziert, dass sie mir ein gutes Wort hinterlegt hat, aber es hat nicht gereicht. Es hat einfach nicht gereicht. Ich wäre jetzt im August fertig. Ja, und nun? Ja, und nun weiß ich nicht. Das hat mich auch kaputt gemacht, sozusagen. Ich frage mich nur, warum. Sondern die Schulbehörde, warum? Auf die Frage hätte ich auch gerne mal eine Antwort. Warum habt ihr mich einfach nicht machen lassen, mein Ding? Ich war doch drin. Alles war gut. Ja, anscheinend waren ja deine Noten okay. Ich meine, sonst hätte ich die Schule ja nicht angenommen, oder sehe ich das jetzt falsch? Ja. Damals. Okay, vielleicht hätte ich damals eine schlechte Note in Mathe. Okay, kann sein. Aber es geht doch um jetzt. Hm. Wieso reduziert man mich auf dieses Blatt Papier dann, von damals? Das ist ein grundsätzliches Problem in diesem Land. Aber das ist auch meine Kritik. Ich glaube ja so oder so, ich bin ja ein politisch aktiver Mensch, bin ja auch in einer Partei tätig und aktiv. Und eine Sache, und Bildung ist ja eines meiner Schwerpunkte. Ich glaube so oder so, dass man das Thema Bildung komplett auf den Kopf stellen muss. Das ist meine Grundüberzeugung. Ich glaube auch, dass Noten im 21. Jahrhundert nicht mehr so relevant sind wie in den 80ern und in den 90ern. Das ist auch meine Grundüberzeugung. Und ich glaube, dass das Schulsystem, ich rede nicht von einer Revolution oder so, nicht das sein, oder ich hier, Bedo, ein kleiner Revoluzer, sondern ich glaube, dass das Schulsystem verändert werden muss. Es muss erneuert werden. Diese klassische Frontalunterricht, der Lehrer geht an die Tafel, erzählt, alle hören zu, alle schreiben, gibt es nicht mehr. Zeiten ändern sich. Ja? Fächer müssen erneuert werden. Andere Fächer müssen rein, keine Ahnung. Man bräuchte so ein Fach wie... das Leben nach der Schule. Wie geht denn das? Zum Beispiel. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube deswegen, dass Noten nicht mehr relevant sein sollten wie vor 30, 40, 50 Jahren. Sondern das Schulsystem muss auf andere Beine gestellt werden. Es müsste offener auf den Schüler zugeschnitten werden, sodass die Talente eines Schülers auch mal entdeckt werden. Dass man sagt, alles klar, Rechnen und Schreiben ist vielleicht nicht dein Fall, aber dieser Typ ist so kreativ. Ja, wenn du ihm eine Kamera gibst und er macht einen YouTube-Channel, hat 130.000 Abonnente und dann sagst du dem jungen Mann von heute, der 22 ist, ja, aber in Mathe hatte der eine 5. Ich hab in Mathe abgelost. Ich habe Mathe abgewählt. Ich war richtig schlecht. Wenn es nach dem, guck mal, und jetzt, damit finalisiere ich auch die Sendung leider. Wir könnten noch 2 Sendungen machen. Ginge es nach meinem Deutschlehrer und nach meinem Mathelehrer, ich schwöre es dir, ich würde noch nicht mal hier sitzen. Kann ich dir glauben. Realität, Digga. In der 5. Klasse war meine englische Klassenlehrerin felsenfest davon überzeugt, dass ich nichts auf dem Gymnasium zu suchen habe. 5. Klasse. Ich war gerade 2 Wochen in der Schule. Ich frage mich bis heute, wie die nach 2 Wochen wusste, was aus mir wird. In der 7. Klasse war mein Deutschlehrer davon überzeugt, weißt du, Bedo, Schule ist nichts für dich. Geh mal von der Schule ab, mach mal eine Ausbildung. Und ich sage, warum? Er sagt, du wirst das nicht schaffen. Okay? In der 11. genau dieselbe Chose, da war es wieder mein Deutschlehrer, der immer noch davon überzeugt war, dass ich nicht auf ein Gymnasium gehöre. Und heute sitze ich hier und grüße alle meine Lehrer. So, mehr brauche ich nicht mehr hinzuzufügen. Ist so. Und deshalb, Option aufgeben gibt es nicht. Ich will deinen YouTube-Channel wiedersehen.
Auf jeden Fall. Und danach, und dann machst du YouTube, machst die nächste Sendung. Und die nächste Sendung, die dein Format wieder zum Leben erweckt, bin ich dein erster Gast. Und dann Scheiße. Machen wir gemeinsam eine Prankshow. Weißt du, wen wir pranken? Wen? Wir pranken deine Lehrer und meine Lehrer. Machen wir. Komm, das wäre eine geile Story, Alter. Mal ehrlich. 100%. Also, das wäre doch mal eine Story, ey. Wir pranken Moos und meine Lehrer. Die Frage ist nur, ob die noch leben. Leben die noch? Warte. Ich glaube, meine Lehrer leben noch alle. Also die drei, ja. Okay. Die drei, ja. Sind zwar ein Rentner im Leben. Also, nein, alles gut. Ja, wäre aber lustig. Auf jeden Fall. Mo, ich danke dir herzlich. Gerne. Für deine Offenheit und für alles, was einfach, du uns mitgeteilt hast. Keine Ahnung, dass ich quasi gesehen werde, weil ich habe diese Frage einfach, ich war ja schon mittendrin, warum nimmt ihr mich einfach raus? So von der Schule, weißt du? Weißt du, was du machst? Wenn diese Sendung online ist, schick mal einen Link an Herrn Rabe. Ja. Ich habe nur einen Tipp gegeben, Herr Thies Rabe. Hören Sie doch mal die Story von Mo an, von Mohammed Al-Sher. Es gibt immer Ausnahmen. Das habe ich gelernt im System. Ich bin ein junger Mensch mit innerlichen Schmerzen. Weißt du, immer und noch. Du willst auch nur deine Chance haben. Genau. Ich danke dir. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast. Gerne. Dass du mir die Chance gegeben hast, heute hier zu reden. Also sehen wir uns dann demnächst bei dir auf dem YouTube-Channel. Ich hoffe. Ich würde mich sehr freuen, mein Lieber. Hoffe. Nein, es wird so sein. Auf YouTube, Mo Habibi, folgt ihm. Der nächste Beitrag kommt dann mit mir. Der Deal steht. Ich freue mich drauf.